Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir spielen wieder Beyond Good and Evil. Wir sind in der Nutri-Pillenfabrik und müssen rauskriegen, was die Alpha-Abteilung hier gerade vorhat. Allerdings wird uns der Weg von diesem Britzelgebitzel da versperrt und ich weiß noch nicht so ganz genau, wie wir da durchkommen. Ich laufe einfach nochmal zurück vielleicht, aber das ändert irgendwie gefühlt auch nichts. Nee, hier ist auch zu. Wie kommen wir denn da durch? Können wir hier irgendwie so eine Aktion? Hier, können wir... Vielleicht hat er einen Tipp. Ah, er hat einen Tipp. Keine Ahnung, militärische Geräte, selbstversorgte Generatoren, wahre Prachtstücke könnten vielleicht nützlich sein. Was meinst du? Sieht nicht gut aus. Aber dort sind einige Kisten, wir müssen mehr herausfinden. Ich schätze, das wird ein... Oh, ja, ja. Ja, hier sind Kisten, aber... Was soll ich mit den Kisten anfangen? Das wollte ich aber noch. Ja, aber vergiss nicht, Jade. Spiel bloß nicht den Helden. Schieß auf alles, was dir komisch vorkommt und dann nix wie raus hier. Ja. Also, ganz unrecht hat er dann nicht, aber... Aber wir können hier auch nichts machen. Da sind einige Kisten. Na klar sind hier Kisten, aber was soll ich denn mit den Kisten? Moment, vielleicht können wir die wegschieben. Brauchst du Hilfe? Ja, sonst... Ach, jetzt hilf schon! Das nützt jetzt auch nichts mehr. Vielleicht in die andere Richtung schieben? Sieht, glaube ich... Ja, das sieht besser aus. Ich komm schon, Jade! Auf die Idee mit dem in die andere Richtung schieben hättest du auch mal kommen können. So, wir können da drauf. Ja, und nu? Können wir das noch weiterschieben, vielleicht? Können wir noch weiterschieben? Gut, dann mal ran! Das nützt jetzt auch nichts mehr. Doch, das nützt was. Und jetzt pass meine mal auf. Mach langsam. Du holst dir einen Leistenbruch. Ja, dann renn doch nicht immer gleich ich weg. Ich will meine schönen Jetboots ganz abnutzen, Jake. Oh. Der letzte Schrei im Personennahverkehr. Ja, aber das ist längst nicht alles. So. So viel zu ihrem tollen Sicherheitssystem. Ja. Das ist ja ein echt tolles Sicherheitssystem. Oh, oh. Ein Reaper? Sie hetzen uns einen Reaper auf den Hals. Und es sieht aus, als wäre er auf der Jagd. Er muss auf die Rohre aufpassen. Es wird zu riskant, Jade. Wir werden zu Hause im Leuchtturm gebraucht. Drehen wir um, solange wir noch können. Wenn das Iris-Netzwerk die Wahrheit sagt, dann werden wir hier am dringendsten gebraucht. Ich dachte, der Dialog wäre länger. Ich will mal ganz kurz hier speichern. Sind wir jetzt... So, Spiel speichern... Ich speichere mal hier auf dem nächsten Slot. Und hier können wir, was können wir hier machen? Elektrikraum. Naja, dann gehen wir mal in den Elektrikraum, würde ich sagen. Schauen wir uns erstmal da um. Mich verwirrt das immer so ein bisschen mit der Kamera, wenn die switcht. Ah, was ist denn hier los? So. Und ups. Dieses alte Schwein kann vielleicht nicht fliegen, aber es läuft immer noch wie ein Frischling. Ja. Schon wieder diese Kamera, dieses Kameragedöns. Wenn wir gerade hier sind, Identifizierung. Okay. Dann kaufen wir natürlich die Sachen auch direkt mit. Ein Starkos stellt ein Herz der Lebensenergie. Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie vollständig. Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie so vollständig wieder her. Weil ich weiß ja natürlich nicht, ob wir hier nochmal irgendwann herkommen und dann will ich die Dinger natürlich haben. Kein Saft. Ja. Und jetzt? Hast du eine Idee?
Sie haben die Kabel raus und nicht sehr clever. Wir brauchen bloß einen kleinen Bypass zu legen. Das hatten wir doch eben schon. Und jetzt? Wie legen wir hier einen Bypass? Kein Problem. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Kein Saft drauf, Jade. Ja, ich weiß. Ich dachte, du hilfst mir, so einen Bypass zu legen. Eigentlich müssen wir nur... Nee, aber hier kann ich nichts machen. War hier noch irgendwas in dem Raum? Habe ich irgendwas übersehen? Nee. Hallo, stehen wir mal nicht im Weg rum. Hier mal, Der Ventilator. Er stellt den Kontakt her. Wir müssen ihn in die richtige Richtung drehen. Ich will ein Foto von der Karte machen. So, jetzt haben wir nämlich hier schon mal... So, ja, der Ventilator. Wir müssen ihn in die richtige Richtung drehen. Dann verrat mir doch mal, wie. Wie drehen wir denn den in die richtige Richtung? Na gut. Ja, es ist... Kein Saft ja, drauf, ich... Jay. Oh, ich weiß es doch. Wie können wir diesen Ventilator drehen? Sieht man da... Kann ich hier mit ihm... Nee, kann ich mit ihm irgendwie... Hallo, ich will mit... Redest du jetzt auch mal mit mir? Oh. Och Mann, ich will doch nur reden. Nee, okay, da gibt's keine... Hä, wie kriege ich denn diesen Ventilator gedreht da? Da hinten. Ich gehe erstmal woanders lang und guck mich mal woanders um. Ich bin mir nicht sicher, ob das momentan der richtige Weg ist. Vielleicht sollen wir da noch gar nicht lang oder so. Andererseits kann ich mir das auch nicht vorstellen, aber... Aufzug? Hey, haben sie irgendwie alle Kabel kaputt gemacht da hinten? Was ist das denn? Militärgeheimnis. Oh, okay, das hat jetzt aber auch nichts gebracht. Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Oder muss ich vielleicht auf ihn wechseln und dann... Naja, wir gucken erstmal hier im Westflügel. Serviceaufzug. Lastenaufzug direkt voraus, Jade. Ja, dann wollen wir den mal einfach nehmen. Der scheint ja zumindest noch zu... Die scheinen ja noch zu funktionieren. Also der scheint ja noch zu funktionieren, der Serviceaufzug. Au! So, wir haben alle, oder? Zu danken. Dein strahlendes Lächeln ist mir genug. Du hast doch gar nichts gemacht. Ja, ich gebe dir gleich strahlendes Lächeln. Der hat doch gar nichts gemacht. Das hab. Ich hab nicht gesehen, dass. Ich hab. Der hat doch auf keinen einzigen draufgehauen. Ja, jetzt haben wir hier ein. Na gut. Achso, er fährt uns jetzt hoch und bleibt hier unten stehen. Okay. So, oh Gott, wir haben fast... Ich hätte... Ah! Wo willst du hin? Ich sehe mich da drüben mal um. Okidoki, ich sitze wohl hier fest. Sei vorsichtig! Mach dir keine Sorgen. Kann ich hier irgendwas...
Nee, das sind leere Holzkisten. Ich glaube, die müssen wir nicht fotografieren. Was? Was ist denn das für ein komischer Roboter? Der schießt immer in die Luft. So. Das war ja dieses Mal einfach. Was? Irgendwie glaube ich gerade, das war keine gute Idee, was wir hier gemacht haben. Wer ist das denn? Der saugt denen die Lebensenergie aus, der Reaper. Bericht. Du hast es, Shawnee. Das ist der erste Beweis. Die Gouverneurin wird jetzt bereit sein, dir den Code zu schicken. Okay. So, den ersten Beweis haben wir. Und dann geht's hier auch direkt weiter. Moment, ich soll doch hier fotografieren. So. Nutri-Pillenfabrik. Geschützter Verschluss. Den Code sollten wir finden können. Ich bleibe in Kontakt. Ja, dann sucht mal den Code. Ich warte hier so lange. Das sollte funktionieren. Aber Vorsicht. Okay, P9L4. 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 Achso, und bestätigen natürlich nicht vergessen. Was ist denn das? Gute Arbeit, Jade. Gyrodiskwerfer. Zielmodus aktivieren. Umschalt. Okay. Ach, das ist ein... Ah, ich erinnere mich. Auch cool. Da gab es ja... So, drücke Umschalt, um in den Zielmodus zu wechseln. Achso, ich... Zu weit. Hallo, ich will das Ding fotografieren. Wie zu weit? Oh oh. Bist du unser Kontakt? Bist du Double H? Nein, weiß nicht. Sagt dir das Iris-Netzwerk irgendwas? Hören Sie, oh, jetzt quatsch doch nicht so viel. Jade. Mein Name ist Jade. Und ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie wir hier wieder rauskommen. Dabei könnte ich behilflich sein. Also bist du Double H? Double H, Triple Z, wie Sie wollen. Fragen Sie mich nicht. Ich weiß nur, noch 10 Minuten länger und ich wäre Geschichte. Ich verdanke Ihnen mein Leben. Und deshalb können Sie auf mich zählen, Miss Silas. Jade. Cool. Mein Name ist Jade. Ah, stimmt. Zu Diensten, Miss Jade, Silas. Zu Diensten, Miss Jade, Iris. So, wir kriegen eine Perle. Dooms Foltergerät. Können wir denn das Ding da jetzt... Ist das ein Lebewesen? Nee, das ist ein persönliches Foto. Okay, ich dachte, das wäre ein... Carlson und Peter! Ja, sie haben ihm das Gehirn weich gekocht, das sieht man. Na gut, runterfallen kann man hier, glaube ich, in dem Spiel sowieso nicht. Miss Harris, keine Angst, alles in Ordnung. Ich bin eine Nächte.
Ah, ich speichere mal ganz kurz, wenn wir gerade hier sind. Schön, das ist einfach nur schön. Wir nehmen mal das. So, sicher ist nämlich sicher. Weil wir haben ja immer nur die Speicherpunkte und das heißt, ich kann auch im Let's Play quasi, muss ich sehen, dass ich die Folgen immer, wenn ich aufhöre aufzunehmen, passend beende, dass wir gerade so einen Speicherpunkt haben. Da kommen wir jetzt rüber, oder? Ja. Okay, da... was ist das? Was ist das denn? Ist das der Reaper? Oh, das war ja sehr... So, es ist egal. Zyklopleus palustris. Das muss jetzt mal schnell sein. Dieses Monster ist seit Tausenden von Jahren ausgestorben. Nein, anscheinend nicht. So. Au. What? What? Zählt das jetzt als fotografiert oder muss ich das jetzt nochmal fotografieren? Ich glaube, ich muss nochmal fotografieren. Halt durch, Jane! Jane, gut zur Tacke! Ja, das ist so ein Held. So. Dieses Monster ist seit Tausenden von Jahren ausgestorben. Das Nervige ist, dass wir das jetzt immer wieder machen müssen. Ich sollte, glaube ich, einfach nicht stehen bleiben. Toll, kommt der nochmal da runter? Was? Nein, wie soll ich denn an den rankommen? Kann ich da nur... Treff den noch nicht mal. Ach so. So, ich muss mal ganz kurz hier. Uah. Okay, verstanden. Prinz, also Kampf verstanden. Ich schieße einfach nicht auf den, wenn er da oben sitzt. Das bringt sowieso nichts, so wie es aussieht. Sondern ich muss warten, bis der wieder unten ist. Das heißt, wir laufen einfach so lange hier ein bisschen rum. Oder muss ich den... So, er kommt wieder runter. Jetzt macht er wieder seine zwei Attacken. Ich sehe leider gerade gar nichts. Okay, so, also jetzt habe ich das Prinzip, glaube ich, wirklich verstanden. Ich hoffe es zumindest. Ich hätte gern für den so eine Lebensanzeige, dass ich sehe, wie viel Leben der überhaupt noch hat. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie lange ich das hier machen muss. Aber ich kann auf jeden Fall hier dann auch nochmal speichern, das ist ganz gut. Aber wenn diese...
So, jetzt kommt er wieder runter. Nee, doch nicht. Och, jetzt... Haben wir ihn jetzt erledigt? Nein. Oh, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Hä? Ach, der ist jetzt einfach runtergefallen. Na, okay. Anscheinend verträgt der Wasser nicht. Wie komme ich denn jetzt an die Perle ran, meine Lieben? Danke, Jade. Ohne dich wäre ich mit einem Apfel im Mund auf einem Silbertablett gelandet. Oh, armes Schweinchen. Sei ruhig. Du machst mir Hunger. Ich bereue schon, dich gerettet zu haben. So, aber wie komme ich denn an die Perle ran? Mal jetzt im Ernst. Wir haben eine E-Mail von Double H bekommen. Du hast ihn gefunden. Bemerkenswert. Er sagte, du sollst dir keine Sorgen machen. Er findet den Weg allein. Okay. Ja, ich will jetzt aber wissen, wie ich an die Perle daran komme. Naja, aber ich glaube, Freunde, das müssen wir in der nächsten Folge rausfinden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns einfach... Wir müssen einen Weg finden, an diese Perle da heranzukommen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Habt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.